Bei der Bundestagswahl am 24. September hat jeder Wähler die Chance, zwei Kreuzchen zu machen. Das eine ist für die Erststimme, das andere für die Zweitstimme. Mit der Erststimme wähle ich einen Direktkandidaten. Jede größere Partei stellt einen Direktkandidaten auf und ich kann dann entscheiden, mit wessen politischer Haltung und Einstellung ich am meisten übereinstimme. Oder eben auch, wen ich am sympathischsten finde. Mit der Zweitstimme wähle ich dann eine Partei. Das muss nicht notgedrungen die gleiche Partei sein wie die von Direktkandidaten, den ich mit der Erststimme gewählt habe. Diese Zweitstimme bestimmt dann, in welcher Größenordnung die Parteien letztlich im Bundestag vertreten sind. Von den beiden Stimmen ist die Zweitstimme auf jeden Fall die wichtigere von beiden. Denn sie bestimmt ja, wie groß der Anteil der Partei im Bundestag letztlich ist. Und sie bestimmt damit natürlich auch, wer die Regierung bilden darf. Und sie sorgt dann auch noch dafür, dass auch die kleineren Parteien im Bundestag vertreten sind und nicht nur die beiden großen. Schauen wir uns einmal an, wie die Sitze im Bundestag letztlich verteilt werden. Es gibt insgesamt 598 Sitze und wie das Ganze dann funktioniert mit Überhangsmandaten und Ausgleichsmandaten, erklären wir euch jetzt. Jeder Kandidat, der sein Direktmandat gewinnt, hat seinen Platz im Bundestag sicher. Die Zweitstimme wiederum gibt vor, wie viele Sitze den Parteien jeweils insgesamt zustehen. Was passiert aber, wenn eine Partei mehr Direktmandate gewinnt, als ihr Sitze im Bundestag zustehen? Erhält eine Partei zum Beispiel zwei Direktmandate mehr, als ihr Sitze zustehen, nennt man diese zwei Mandate Überhangmandate. Damit diese zwei Kandidaten ihren gewonnenen Platz im Bundestag auch einnehmen können und die prozentuale Verteilung im Bundestag trotzdem erhalten bleibt, bekommen alle anderen Parteien ebenfalls weitere Mandate zugesprochen. Das sind dann die Ausgleichsmandate. Das hatte 2013 dann zur Folge, dass durch die 4 Überhangmandate und die 29 Ausgleichsmandate der Bundestag auf 631 Abgeordnete angewachsen ist. Es gibt auch Wähler, die machen nicht einfach nur ihre zwei Kreuze, wie es sich gehört, sondern die werden anderweitig kreativ. Diese Stimmen werden zwar mitgezählt, gelten aber als ungültig und insofern haben sie auf die Sitzverteilung keinen Einfluss.